Ja, du hast recht. Es sollte weniger Hundehalter wie mich geben, die dafür sorgen, dass ihre Hunde nicht einfach irgendwo hinrennen. Dass ihre Hunde hören, dass ihre Hunde sitzen bleiben, wenn man sie ihnen sagt. Dass die auf Kommando zu Menschen und Hunden erst hingehen. Das ist schlimm mit mir. Das ist wirklich respektlos, finde ich auch. So, Bullshit. Reden wir mal Tacheles. Respekt, was ist Respekt? Und was kann man erwarten? Und was solltet ihr erwarten? Und was solltet ihr auf gar keinen Fall erwarten? Und was erwarte ich auf gar keinen Fall? Zuallererst mal erwarte ich, der andere geht mir nicht auf den Sack. Und der darf erwarten, der und seine Hunde gehen mir nicht auf den Sack. Einfache Geschichte. Und wie kriegen wir das hin? Dass wir davor reden, bevor wir irgendwas machen. Bevor wir den Hund hinlassen oder auch nicht. Oder bevor meine Hunde kommen. Und das heißt, wenn einer sagt, ich will nicht, dass seine Hunde kommen, dann rufe ich die ab und dann kommen die auch. Und wenn ich sage, ich will nicht, dass sein Hund kommt, dann hat er gefälligst seinen Hund zu holen. Wie er das macht, ist mir scheißegal. Ob er ihn trägt, ob er ihn einfängt, ob der Hund umdreht auf den Hacken und sich neben ihn setzt, ob er ihn an die Leine nimmt, ist mir scheißegal. Und auch so war das in dem Video. Es ist mir scheißegal, was die Gutste mit ihrem Hund macht, wie sie an mir vorbeiläuft. Aber da ich halt nicht erst seit gestern Hunde habe und eben weiß, dass bei einer läufigen Hündin 30 Meter keine Distanz sind für einen Hund, dass der die nicht riecht, und das ist mir auch egal, ob das eine Hündin ist oder nicht. Ja, die gehen anderen Hündinnen, wenn die läufig sind, trotzdem auf den Sack. Und wie die das macht, ist mir scheißegal. Und meine Hunde sitzen bei mir und die bleiben da sitzen. Sieht man in dem Video. Aber egal, das ist ja trotzdem respektlos von mir, zu sagen, lass ihn nicht hin. Ja, das ist schlimm mit mir. Und wenn du mit deinem Hund noch nicht so weit bist, dann ist das nicht mein Problem. Du kannst aber nicht von mir erwarten, dass ich meine Hunde anleihe, nur weil du mit deinem Hund an mir vorbeilaufen willst. Ja, ganz einfach. Und ich erwarte das auch nicht von dir. Wenn du sagst, das passt so, dann glaube ich dir das. Und wenn das nicht passt und nicht funktioniert, weil dein Hund an dem Tag, obwohl der super trainiert ist, einen Scheißtag hat und trotzdem ausbricht und zu meinen Hunden hingeht, dann ist das in dem Moment nicht cool. Aber da habe ich sogar Verständnis dafür. Hunde sind nämlich keine Maschinen. Die können nicht jeden Tag gleich. Und das ist auch gar nicht schlimm. Und es wäre auch in dieser Situation gar nicht schlimm gewesen, wenn der Hund dann zu meinen Hunden hing. Wäre nicht cool gewesen, aber grundsätzlich wäre es nicht schlimm gewesen. Ja? Wenn ich sehe, dass der andere Halter dann reagiert. Zu mir aber zu sagen, ich soll meine Hunde an die Leine nehmen, das ist völliger Bullshit. Ja, es gibt keinen größeren Bullshit, als erstmal auf den anderen zu zeigen, das ist nämlich Whataboutism, was ist mit deinen Hunden? Meine Hunde sind vollkommen uninteressant, die sitzen da. Ich sage, ich will nicht, dass dein Hund zu mir kommt und gebe dir noch die Info, dass es möglicherweise schwerer für dich ist, weil mein Hund läufig ist. Ja? Und das ist Respekt. Ich habe Respekt vor jedem Hundehalter, solange er es nicht verkackt. Was die Leute aber vor mir nicht haben, ist Respekt. Wenn ich sage nein, dann ist nein und dann will ich nicht diskutieren. Es wäre vollkommen legitim gewesen, den Hund einfach zu schnappen und weiterzulaufen. Mehr wollte ich gar nicht. Und offensichtlich kriegt ihr das irgendwie auch nicht auf die Reihe, das zu erkennen. Traurig, aber wahr. Viel Spaß mit Respekt.